Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich dir das Kartenset Liebes Dankeschön zeigen, welches wieder eins unserer Komplettset ist. Und ich habe mich entschlossen, diese Karten dann auch schon vorzubereiten und ein Dankeschön rauszuschicken, wenn ich einen Kundenauftrag bekomme, um auch einfach zu zeigen, was mit diesem Set so möglich ist. So, wir haben Basic Black als kleinen Stamping Spot. Dann gibt es, ich habe gar kein Papier. Dann nehmen wir diesen Kasten hier. So, es gibt Stempel. Einmal danke, wie lieb von dir, vielen Dank. Ein Strich, ein Blättchen und das sind Blüten, Kreuze, irgendwie so, auch einen für den Hintergrund geeignet. Ja, und dann gibt es hier so ein Set, das kennt ihr ja auch schon. Das machen wir mal schnell auf. So. Auch hier gibt es wieder einen Acrylblock. Dann haben wir Dimensionals. Dann haben wir hier Aufkleber. Danke, merci und thank you. Hier gibt es kleine Perlchen. Hier gibt es so vorgelaserte Blümchen und Blätterchen. Die kann man dann auch einfach hier so rausnehmen. Und wenn ihr euch fragt, was ihr jetzt damit machen sollt, weil ihr vielleicht neu seid oder nicht so richtig die Vorstellung habt, was man mit sowas denn tut, das ist überhaupt kein Problem, denn unter der Pappe gibt es tatsächlich eine Anleitung bzw. Bilder, wie sie sich vorstellen, dass man hier vorne und hinten zusammenbaut. Also, das hier ist der Aufkleber, den wir hier gerade gesehen haben. Thank you. Und hier gibt es auch Thank you in klein. Hier. Das ist jetzt der Stempel hier. Vielen Dank. Den müsste man dann selber stempeln. Ebenso, you're so kind, hier oben. Das ist halt wie lieb von dir. Aber man kann natürlich auch das Danke nehmen. Also hier zum Beispiel. Und das müsste man eben noch selber stempeln. Aber es gibt Papier dafür. Also hier die Blumen kann man halt alle rausbrechen. Die sind vorgelasert. Dieses Danke ist, das kann kleben. Hier haben wir noch ein bisschen Goldfaden oder Kupferfarben. Das sind Briefumschläge, 20 müssten es sein. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 10, genau, 20 Briefumschläge, weil es werden nämlich schlussendlich 20 Karten. Das sind diese hier, die sind auch schon so ein bisschen vorgedruckt, wie man ja hier auch sehen kann. Zum Beispiel. Ja, wir ziehen das mal so rum auf.
Hier sind zum Beispiel diese hier. Und dann haben wir hier noch diesen Hintergrund von denen. Das sind dann immer 5. Und 5 Stück haben eine andere Karte. Das ist dann diese hier. Das ist für den Plan. Das können wir auch gerade mal eben schon so ein bisschen zusammenlegen. Hier gibt es noch mehr Standsteile, die man so, die sind gelasert, die kann man einfach rausbrechen. Und auf unserem Bild ist jetzt so ein Teil. Ah, das ist nicht zum Rausbrechen, es klebt, alles klar. Also, das ist zum Rausbrechen. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt sind wir wieder on the flow. Also, wir brauchen so ein Teil. Wir bräuchten dieses Teil und dazwischen bräuchten wir die Blume, die wir gerade schon da rausgebrochen haben. Die war hier. Genau, die legt man dann einfach hier so zwischen. Ja, kann man hier so mittig. Schwupp. Das Einzige, was halt jetzt man noch braucht, entweder macht man das alles mit den Dimensionals, die dabei sind, oder man braucht halt noch Tombow zum Beispiel. So, und das hier kommt dann einfach, die Karte ist ja auch schon vorgeprägt hier, also vorgefalzt. Die kann man dann einfach knicken und dann kommt das da hier drauf. So, und dann kommt noch der Stempel da drauf. Zack. So, und schon ist die Karte fertig. Das ist ein Komplettset. Man kann also mit diesem Set einfach arbeiten. Es gibt auch einen Nachfüller von diesem Set. Da ist halt das Stempelset nicht mehr dabei. Das Stempelkissen ist nicht mehr dabei. Weil das, und der Acrylblock, den brauchst du ja halt nur einmal, ne? Wenn du den schon hast. Dann und das Nachfüllset ist dann halt preislich günstiger, weil es eben nur noch diese Nachfülldinge gibt. Ja, das wird mein neues Dankeschön an meine Kunden. Die baue ich einfach zusammen und wie das geht, zeige ich dir jetzt im Schnelldurchlauf. Thank you.
So, mit den kleinen Schwierigkeiten, die ich gerade mit den Aufklebern hatte, weil, habt ihr gesehen, ne? Hier, wo jeweils zwei auf einem Blatt sind, habe ich das Gefühl, die sind nicht ganz durchgeschnitten. Dieser hier, der ging ja wunderbar runter, aber auf diesen Doppelblättern ist irgendwie, war das echt schwierig, das da runter zu kriegen. Das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber eigentlich habt ihr ja gesehen, ganz schnell gemacht, bisschen gestempelt, bisschen geklebt. Zwischendurch ist mein Fast Fuse alle gegangen. Nee, Fast Fuse ist gar nicht. Es ist Snail. Fast Fuse haben wir gar nicht mehr. Das hieß früher so. Ja, aber eigentlich wirklich, ich habe jetzt, das Video hat gedauert 42 Minuten. Was ich jetzt also für 20 Karten mit dieser Formelei tatsächlich nicht so viel finde. Hätte das alles ordnungsgemäß funktioniert, wäre es wahrscheinlich auch nur etwas über eine halbe Stunde geworden. Ja, finde ich jetzt für 20 Karten tatsächlich wirklich nicht viel. Wie ihr gemerkt habt, habe ich nur bei einer dieser Karten das Band benutzt. Das war nämlich diese hier. Bei den anderen Karten ist auch Band vorgesehen, aber ich tue mich da mal so schwer mit. Ich bin ja so schlicht, ne? Und wenn also so eine Karte sowieso schon so auf der Karte so viel los ist wie hier oder wie hier, da auch noch so ein Müh-Band rausgucken zu lassen, finde ich einfach schwierig. Auch hier, also wenn das hier irgendwo gewesen wäre, wäre das vielleicht hübsch, aber dadurch, dass das Band genau an der actionreichsten Stelle ist, finde ich persönlich das nicht so schön und habe jetzt einfach das Band dann komplett weggelassen, weil ich die Karten einfach auch echt schön finde, ohne dass das Band da drin ist. So, jetzt bereite ich also hier den letzten Schritt vor. Ich stecke die Karten alle schon mal hier in die Umschläge und dann kommen sie in meine Kartenbox. Für die Karten, die ich schreibe, wenn ein Kunde bei mir etwas bestellt. Und ja, wenn ihr so eine Karte haben möchtet, müsstet ihr jetzt was bei mir bestellen. Oder euch vielleicht gleich dieses Set besorgen. Auch das könnt ihr selbstverständlich bei mir bestellen. Entweder als Komplettset mit Farbe und Acrylblock und Stempel und allem drum und dran. Oder dann auch im Nachgang als Nachfüller ohne diese Dinge, die man immer wieder benutzen kann. Ich habe übrigens eigene schwarze Stempelfarbe benutzt. Ich habe nicht die Stempelfarbe benutzt, also diesen Stamping Spot habt ihr auch gesehen, ne? Ich finde das immer ganz nett, wenn man so einen Stamping Spot nochmal irgendwo als Beigabe dazugeben kann. Und ich habe hier schwarze Stempelfarbe. Ich habe in diesem Fall Memento benutzt, weil ich finde, man kann mit Memento hinterher die Stempel schöner wieder sauber kriegen als mit Stats On und Stats On Reiniger. Und Memento ist nicht ganz schwarz, ist mehr, also es geht noch satter, aber es ist eben auch nicht so brutal. So, das war mein kurzer Filmchen dazu, wie diese Karten zusammengebaut werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!